Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wir sind hier im Horus-Tempel gefangen und versuchen, die verschiedenen Rätsel zu lösen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir sind quasi im letzten Tempel hier und müssen jetzt nach und nach diese einzelnen Räume durchschreiten, um den Lavaspiegel immer weiter und immer weiter zu senken. Eigentlich eine coole Idee gewesen, dass man hier quasi erst bis ganz nach oben klettern muss und dann nach und nach runter. So. Da. Das war knapp. Komm. Da. So, dann möchte ich als nächstes hier links lang. Das war knapp. Und rein mit uns. So, was muss ich hier machen? Oh, ich sehe das Problem. Schnell hier durch. Au. Ich bin zu schnell. Ich darf das nicht. Ich darf da nicht mit meinem Supersprung lang springen. Ich merke es schon. Au. Jetzt aber. Ich verstehe schon. Ich hätte einfach nur Y spammen müssen. So, jetzt aber, ich habe den Kristall am Anfang vergessen, egal. Das ist noch nicht mal zu Ende. Hallo, ich brauch dich. Seriously? Bitte? Das war knapp. Das war sehr knapp. Und hier kann ich wieder das machen. Ah. Wo nimmt die Lava denn jetzt ab? So. Dann können wir jetzt gleich auf die andere Seite wieder. Yay. Speichern. Und bitte sag mir das hier jetzt. Hier ist immer noch genauso viel Lava wie gerade. Habe ich hier einen anderen Ausgang? Vielleicht. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich versuchen, gegen den Strom zu fliegen. Ja. Hier nützt mir gerade ein wenig. Jetzt könnte ich euch gebrauchen. Jetzt bist du tot natürlich.
besser direkt speichern, bevor irgendwas schief geht. Damit sind wir durch. Dann jetzt wieder auf die andere Seite rüber. Au. Hey, ich bin beide los. Immerhin. Keine glatte Fläche. Dann halt hier lang. Ultra Light Burst Cinder Flame. Die Cinder Flame möchte ich noch haben, danach ist es mir eigentlich erstmal egal. Aber das heißt, auf die beiden spare ich als nächstes. Habe ich Schaden genommen? Nein. Okay. Ich glaube, ich setze hier mal kurz so ein Ding. Weil ich glaube, ich werde hier Schaden nehmen. Kann ich durch die Bubblen durchfliegen? Nein, natürlich nicht. Kann ich auf den Bubblen mich abstoßen? Nein. Da kann ich auch nicht durch. Au. Das heißt... Au. Das heißt, die Aufgabe besteht quasi daran, sich immer hier von Wand zu schleudern. Oh Gott, war das knapp. Nicht da festhalten, du Idiot. Gleiten. Okay. So. Und... Klatsch. Okay. Von hier aus aufwärts. Hier am besten mal so ein Ding setzen. Und den Hebel umlegen. Ah, und ich kann es mir schon denken. Ich hätte unten Checkpoint setzen sollen. Warum habe ich da zu spät erst dran gedacht? Das Ding wird schneller. Fuck, das Ding wird schneller. So. Umlegen. Und da dran. Und da drum. Und hoch. Und darüber. Und jetzt auf der anderen Seite dranhängen. Und da drüber und an der anderen Seite dranhängen. Und da drüber und an der anderen Seite dranhängen. Und wir haben es geschafft. Safe, check, check man direkt. Geradeaus nach oben. Nope. Ah, schön wär's. Au. Nimm das. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern, wenn ihr wollt. Ich denke, weniger Erfahrungspunkte, als ich jetzt erwartet hätte. Und abwärts. Da hört's auch auf. Gut. Speichern. Und dann schauen wir doch nochmal, wie viele Erfahrungspunkte wir nicht noch rausholen kann.
Und da wurde ich auf Skype angeschrieben. Ach, ich ignoriere die Erfahrungspunkte erstmal. Als nächstes geht's nach links rüber. Hui. So. Au. Au. Oh. Aber dann müssen wir hier direkt so ein Ding einfach. Verdammt. Gut, dass ich hier direkt. Was ist es? Ich kann ihn doch einfach so besiegen. Problem gelöst. Verdammt. So. Okay, und abwärts. So. Oh Gott, verbrauche ich hier viel Mana und Leben. Komm rüber. Danke. Und wieder auf die andere Seite. Yay. Okay, hier lang. Eben. Das ist schon mal gut. Und ein Tempel. So. Sonic ist still schade. Ich setze ihn hier zum Anfang direkt mal. Den kann ich nicht durchbrechen von hier aus. So. Das heißt, das ist jetzt so eine. Ja, ha. Muss ich mich gleich auch beschäftigt stellen. Ich finde es gut, wie man quasi jetzt so nach und nach nochmal alle Fähigkeiten, die man im Laufe der Zeit erhalten hat, ausnutzen muss. Also ich muss schon sagen, nicht nur vom Soundtrack und vom Artstyle her, auch vom Leveldesign ist Ori eigentlich ein sehr gutes Spiel. Andersrum sollte das eigentlich funktionieren. Da sollte weniger Lava jetzt sein. Verdammt. Geschafft. Au, 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 au. Komm. Wie soll ich da unten dran kommen? Aber stark auf dem Rückweg irgendwie. Okay. Moment. Mitnehmen. So. Soundex setzen. Kann ich vielleicht einfach. Au.
Au. So, wenn ich mich jetzt hier dran festhalte. Okay, du bist heiß. Ich sehe das Problem. Okay. Schwierig, schwierig. Da stehen bleiben. Stehen bleiben. Und reindrücken. Und nochmal und nochmal. Und da haben wir es geschafft. Okay, ich dachte, es kommt nochmal ein Haufen Lava angeflossen und wir müssen wieder wegrennen. Ich glaube, damit haben wir jetzt die Lava ganz unten gesenkt, oder? Ja, wobei es immer noch eine Tür gibt, zu der wir hin müssen. Au. Moment, erstmal speichern. Kann ich jetzt auf den Boden gehen? Moment. Kann ich jetzt auf den Boden gehen? Nein. Schade. Toll. Gegen das Ding ist ja fast schlimmer. Ne, man kann durchgleiten. Okay. Never mind. Ich muss es nur schaffen, richtig abzuspringen. Und zwar jetzt. Und da habe ich es auch hier raus geschafft. So. Dann ist noch kurz da rechts hin. Moment. Höher springen. Okay, nee, hier passt schon von der Höhe. Gut, was haben wir denn hier? Ein Laserstrahl. Muss über dich drüber. Okay, ich sehe schon. Moment. Das heißt, hier rein. Laden. Laufen. Springen. Okay, au. Ich hätte dann Zolling setzen sollen in der Lücke. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Ja, sowas hatte ich erwartet. Heißt dann... Au. Irgendwie muss ich... Ach, kann ich dir da vielleicht einfach rausziehen? Das wird einiges erleichtern. Ich kann ihn hier einfach rausziehen. Ups. Plus, was ich jetzt mal machen möchte... Verstand, es gibt ein Achievement, wenn man Stein fünfmal in der Luft balancieren kann. Oder da. Ja. Ha. Juggler. Meister. Moment. Wohin fährst du denn, wenn ich den Hebel hier umlege? Nach rechts. Das heißt, ich kann dann. Jetzt den wir nehmen. Oh, falsche Richtung. Ich Idiot. Komm nochmal hierher. Ich kann den jetzt nehmen und da hochkicken. Und den jetzt so nehmen und... Au. Mich da verbrennen. Schau, wie ich bin. Oder einfach zu mir hinziehen. Das ist auch eine gute Idee. Komm.
Und jetzt komm her. Hier, Moment. Erstmal muss ich die Plattform da umlegen. Komm her. Danke. Und da. So, jetzt das Ding endlich auch mal oben. Ich so hinziehe, dass ich dann nicht direkt sterbe. Und da haben wir ihn dann. So. Okay, und jetzt aus Neugierde, ob ich das hinbekomme. Okay, gute Nachricht, ich habe das Ding. Schlechte Nachricht, ich komme hier nicht mehr raus. Wie muss ich das denn dann machen? So. Irgendwie habe ich es geschafft. So, und damit sind wir jetzt die gesamte Lava aus dem Tempel los. Glaube ich. Halt, Moment, Moment, Moment. Verdammt, ich wollte eigentlich jetzt nicht nochmal Leben verlieren. Da unten gab's noch was, was ich haben wollte. So, und jetzt komme ich da sogar dran. Au. Komm her. Ich möchte das Ding dann noch mitnehmen. Und danach beende ich auch die Folge. Au. Ich setze da unten den Zorling hin. Ist, glaube ich, die bessere Wahl. Richtig Spiel. Okay, dagegen will ich also nicht hin. Das heißt, am besten dann dahin, darüber schießen, zurück, springen, leiten. Hier abwarten. Und jetzt hier durch. Und wir haben es geschafft. So, bis zur nächsten Folge.